Willkommen zurück hier bei Crusader Kings 3 mit Herzog Magnus von Krumperburg. In der letzten Folge sind einige Sachen passiert. Unter anderem wollte unser Lehnsherrn, dass wir wieder mal uns bekehren lassen. Das haben wir natürlich abgelehnt. Wir wurden aber begnadigt, nachdem wir uns mit ihm wieder ein bisschen gut gestellt haben. Unser Rivale ist jetzt unser Erzrivale, hier unser Schwager. Und der hat sogar eine Leiche, die verseucht war, in unsere Burg reingeworfen. Und das hat dazu geführt, dass unser Enkel, der in der Erbfolge an zweiter Stelle ist, hier der gute Magnus, dass er die Blattern bekommen hat. Er hat aber glücklicherweise keine Schäden davon vongetragen. Zumindest aktuell wissen wir nichts davon. Dadurch hat sich das alles ein bisschen wieder erledigt. Aber trotzdem bleibt das uns im Hinterkopf. Und wir haben einen neuen Freund, und zwar den guten Siegebert, der früher mal hier die Grafschaft Bouillon und Luxemburg besessen hat. Hier Grafschaft Bouillon könnte man überlegen, dass man da vielleicht vorgeht. Die hat aktuell das hier und hat keine Bündnispartner. Das heißt, das wäre tatsächlich eine Möglichkeit. Der Vorteil davon, wenn wir das tatsächlich machen würden, also wenn wir jetzt hier gegen sie Krieg führen würden und er würde jetzt der Graf werden, wäre tatsächlich, dass wir eine neue Bündnisoption haben, dadurch, dass er ebenfalls karaistisch ist. Vielleicht bekommt er dann auch seine Tochter dann wieder zurück, was sehr zu hoffen ist. Und vielleicht könnte man da jetzt auch so eine größere Familienbande bekommen. Gleichzeitig dürfte er aber auch unser Vasall sein. Es ist also tatsächlich eine Überlegung wert. Könnten wir ihr den Krieg erklären? Tatsächlich, das könnten wir machen. Wir hätten auch mehr Truppen. Unsere Bündnispartner wären dabei. Ich denke, dass das tatsächlich im Rahmen des Möglichen ist und dass wir das auch tun sollten. Allein aus strategischer Sicht ist das für uns klug, damit wir einen weiteren jüdischen Grafen haben, mit dem wir zusammenarbeiten können. Er dürfte unser Vasall sein danach, weil er aktuell ja an unserem Hof ist. Falls nicht, wäre er unabhängig, was nicht so schlimm ist. Man könnte ihm anbieten, vielleicht unser Vasall zu werden. Und selbst wenn das nicht funktioniert, hätten wir zumindest aber eine weitere Option, mit der wir arbeiten können. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, dass wir direkt hier versuchen, mal einen Krieg zu organisieren. Wir könnten hier Vasallentum anbieten, aber weil wir beim anderen Glauben angehören, minus 120. Und weil wir nicht der rechtmäßige Lehnsherr sind, minus 25. Okay. Trotzdem würde ich sagen, versuchen wir es. Wir werden das für ihn machen. Genau. Erklären wir ihr mal den Krieg. Wir werden unsere Bündnispartner mit reinrufen. Ironischer... Oh, er will nicht. Adalhard will nicht mitmachen. Okay. Wegen der Meinung. Das ist natürlich jetzt schlecht. 920 haben wir nur. Und wir haben ja sonst keine Bündnispartner. Wir werden trotzdem mal alle Einheiten hier ausheben. Die hatten 1000. Wir könnten gucken, dass wir vielleicht Söldner ausheben. Dürften aber auch teuer sein. Gibt es günstige Söldner? Ja, nee. Können wir die einfach so nehmen? Wir könnten das trotzdem machen. Ist das eine Sache, die jetzt bezahlt wird oder ist das quasi über 3 Jahre verteilt? Dann wäre das nämlich nicht so das Problem. Wir werden es mal ausprobieren. Wir nehmen mal hier polabischer Trupp. Das bezahlen wir jetzt auf einmal, okay. Dass wir jetzt verschuldet sind, ist natürlich schlecht. Keine Frage, aber das müssen wir jetzt gerade mal so machen. Weil wir tatsächlich halt keine Bündnispartner mehr haben. Oh mein Gott. Unsere Ehefrau ist gestorben. Bis dass der Tod uns scheidet.
Werte Engel Drudes, ich mag euch zwar nicht geliebt haben und doch setzt mir euer Ableben deutlich mehr zu, als ich es für möglich gehalten hätte. Ihr wart immer für mich da, immer an meiner Seite. Habe ich euch als gegeben hingenommen? Es gibt so viele Dinge, die ich euch nie gesagt habe. Oh, wir erfahren also hier so ein bisschen, dass er sie nie geliebt hat. Was natürlich jetzt hart ist. Ja. Damit ist sie jetzt nun gestorben. Und ich habe auch da schon überlegt, und da gab es auch schon den Vorschlag in den Kommentaren. Eigentlich wäre es jetzt ganz gut, wenn wir sie heiraten würden. Aber tatsächlich können wir das gar nicht. Wir können sie nicht heiraten. Also unsere Freundin quasi. Das geht tatsächlich nicht. Was ist ein bisschen... Ich verstehe nicht ganz genau, warum. Wahrscheinlich, weil sie unser Vasall ist. Oder ist das nicht möglich, weil sie Bürgermeisterin ist? Da steht einfach nur niemand am Hof von Bürgermeisterin, weil Burga kann heiraten. Und sie offensichtlich ja auch nicht. Ja, das ist natürlich sehr, sehr schade. Ich glaube aber nicht, dass wir jetzt noch irgendwie heiraten werden, wenn sich da nicht noch irgendwas ändert. Mal schauen. Wir werden direkt hier rüberziehen. Wir gucken mal, wie sich das hier verhält mit dem Geld. Ja, Bündnis ist ausgelaufen, was gefährlich ist. Das heißt, wir sind jetzt bündnislos dadurch, dass unsere Frau gestorben ist. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Damit ist aber dieser Krieg besonders wichtig. Also dieser Krieg ist jetzt schon existenziell, damit wir da überhaupt noch jemanden haben, der auf unserer Seite kämpfen kann. Okay, 19 Monate würde das dauern, beziehungsweise 18. Das wird wahrscheinlich schneller, also das hier wird wahrscheinlich schneller gehen, also wenn er hier belagert. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich da nochmal von abziehen. Können wir die zusammenlegen? Ja, tatsächlich können wir. Ich guck mal, wie lange das hier dauern würde. Und dann werden wir schauen, ob wir darüber gehen. Ja, 9 Monate. Das heißt, wir müssen darüber. Das heißt, es bringt gar nichts da zu sein. Das heißt, wir gehen schnell darüber und versuchen da den Krieg da... Also die Schlacht zu gewinnen. Vielleicht... ja, aber wahrscheinlich wird sie nicht mitkämpfen, oder? Ist sie... Ah, doch. Kampfgeschick 12. Ja, gut, aber hier Kriegsführung ist sie super schlecht. Die ist auch die einzige, die da ist. Die ist auch irgendwo aus dem Nichts hergekommen. So. Ist wie gesagt alles ein bisschen kritisch, gerade wegen dem Geld und so. Wir könnten bei Diplomatie wieder was machen. Das werden wir gleich machen. Wir gucken uns aber diese Schlacht an. Schlacht werden wir auf jeden Fall gewinnen. So, sehr schön. Und jetzt gehen wir da nochmal darüber. Und versuchen die Hauptstadt hier einzunehmen. Wir haben hier jemanden gefangen genommen. Darum werden wir uns erst später kümmern. Wir pausieren mal ganz kurz. Die Holzkasernen wurden gebaut. Sehr schön, wunderbar. Wir werden jetzt erstmal hier Lebenswandel weiterführen. Ist die Frage, werden wir bei Diplomatie weitermachen? Ich denke schon. Jetzt ist die Frage... wie wir hier weitermachen. Erzwungenes Vasallentum. Damit können wir halt jemanden dazu zwingen, unser Vasall zu werden. Das kann sinnvoll sein. Gerade diese ganzen Einzelstaaten, wie beispielsweise sie hier. Oder da oder hier. Würde schon, könnte Sinn machen. Da wären wir zwar relativ zerstückelt, aber so weit auseinander ist es auch nicht. Man könnte die dazu zwingen, dass sie konvertieren. Scheint für mich jetzt aktuell nicht die schlechteste Idee zu sein. Ansonsten, fremde Angelegenheiten. Ja, das als also für die Ratskanzler. Beeinflussung, Komplottstärke, monatliche Prestige pro Schrecken. Haben wir hier noch irgendwie was? Wir könnten hier einen Epos in Auftrag geben. Würde ganz gut passen zu unserer arroganten Art und Weise.
Hier würden wir aber Diplomaten. Wir nehmen mal das hier. Wir werden hier mal ein bisschen weitermachen und überlegen dann nach dem Krieg wahrscheinlich nochmal, wie wir da genauer weitermachen werden. Eine Heirat macht aktuell überhaupt keinen Sinn. Es sind nur unsere Höflinge da. Von daher ist das ja abzulehnen, dass wir da jetzt jemanden heiraten. Weil unser Charakter ja auch jetzt nicht wirklich so ist. Wenn, dann, wie gesagt, wäre es die Bürgermeisterin, aber die können wir nicht heiraten. Warum auch immer. Das kann ich nicht genau sagen, weshalb das so ist. Meine teuersten Freunde. Ah, wir fragen uns also nochmal, wer ist unser bester Freund? Das ist natürlich eher schwierig. Wie agieren wir da? Wählen wir da jemanden? Ich glaube, zu allen drei haben wir jetzt nicht so die allergrößten Beziehungen. Also sie sind unsere Freunde, aber jetzt niemanden, den wir da irgendwie hervorstehen lassen. Deswegen werde ich tatsächlich auswürfeln. Bei 5 oder 6. Also ich mache mal so, ich sollte niemanden bevorzugen, wäre 4, 5 oder 6. Das heißt, er hat eine 50% Chance, dass das eben eintrifft. Es ist eine 6, das heißt, wir werden niemanden bevorzugen. Wir werden nochmal gucken, dass wir den hier vielleicht noch einmal mitnehmen. Um da die Schlacht zu schlagen. Wir haben aber, glaube ich, nur 3 Jahre Zeit, glaube ich. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall uns beeilen. Ja, wir haben Schulden. Das ist halt, das ist wirklich schlecht. Das ist übel, aber wir müssen. Halten wir da nochmal an. Unser Champion Radbot wurde verstümmelt. Das ist auch nicht so gut. Und unser Champion Markwart ist gestorben. Jetzt gehen wir dahin. Und da kriegen wir schon Verluste, weil wir nicht mehr genug Versorgung haben. Aber wir müssen das Ding jetzt erstmal belagern. So, wer war er? Ah, schaut mal, er ist auch einer der Söhne hier von Binhilde. Aber das ist nicht der, wo. Nee, nee, genau. Das war die Frage. Den Schmerz lindern. Während ich mit Peninna auf dem Markt war, fiel ich ihr ein Verbrecher auf, der an den Pranger gekettet war. Als der Mann nach Wasser flehte, versprach ihm Peninna, sofort welches zu bringen, und bald kehrte sie von einem Brunnen in der Nähe zurück, um den Verbrecher aus ihren Händen trinken zu lassen. Oh, sehr gütig. Ja, mitfühlend wäre sie dann. Wir haben drei Möglichkeiten. Ohne Güte zerfällt diese Welt. Der Verbrecher ist nicht einmal eure Aufmerksamkeit würdig. Guckt ihn an, genau das hat er verdient. Also, die Arroganz würde schon eher darauf hindeuten. Oder das hier. Diese beiden sehe ich als tatsächlich wahrscheinlich an. Ich glaube nicht, dass wir da sagen, ja, hey, das ist gut. Wir werden diese beiden Sachen auswürfeln. Es ist eine 6, das heißt, spuckt ihn an, genau das hat er verdient. Oder wird sie gefühllos, genauso wie ihre Mutter. Okay, 16 Monate. Gucken wir mal, ob wir das rechtzeitig hinbekommen. Ich glaube, wir können hier ruhig mal eine höhere Geschwindigkeit einstellen. Gerade für die Sache jetzt. Vertrauen. Isaac möchte seit langem nur noch eins, einen Reifen. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihm seinen Wunsch in 3 Monaten erfüllen werde, wenn er sich mehr auf seine Studien konzentriert. Seit diesem Versprechen strengt er sich doppelt so sehr bei seinen Studien an. Oh, fleißig, fleißig. Wir haben hier die Möglichkeiten. Ich würde euch niemals hinter das Licht führen. Isaac, er muss sich in erster Linie dem widmen, was er bereits hat. Ich sollte ihn eine anpassungsfähigere Denkweise lehren. Wir sind treuherzig, also klar, also. Wir wollen natürlich auch haben, dass unser Kind uns vertraut. Also ich denke, das ist hier relativ klar, was wir da auswählen. Ein Charakterfehler. Wenn ich dereinst aus dieser Welt trete, soll mein Sohn und Erbe Magnus an meiner Stadt regieren. Leider kursieren an meinem Hof Gerüchte über seine unsättliche Gier. Ich frage mich, ob er sich die Treue meiner Vasallen sichern kann, wenn ich einmal nicht mehr bin. Okay, wir haben drei Möglichkeiten. Ich versuche, die Fehler von Magnus zu beheben. Lieber seine Vorzüge betonen. Ich achte noch mehr auf mein Verhalten und gehe als gutes Vorbild voran.
Die sind arrogant. Ich denke, wir ziehen das auch auf unseren Sohn und denke, wir stellen erstmal die guten Sachen raus. Anstatt jetzt hier irgendwie. Man könnte natürlich auch sagen, wir könnten das hier machen, aber wir sind ja fehlerfrei. Also von daher nehmen wir das hier. Unser Ratsmitglied ist gestorben. Der gute Christopher, der war höchstwahrscheinlich unser Ratsverwalter. Das heißt, wir brauchen da jemand Neues. Und werden natürlich nachschauen, ob wir da jemanden haben. Tatsächlich unser Sohn. Ja, der ist ja auch gierig. Aber der hat auch eine gute Ausbildung. Ein Wohlstandsschaffer. Ich denke, wir vertrauen ihm ja auch. Und werden ihm, um zu beweisen, dass er gut arbeiten kann, diesen Posten auch geben. Ich denke, das ist hier die richtige Entscheidung. So, wir haben die Stadt jetzt belagert, aber es reicht noch nicht. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich hier nochmal eine Schlacht führen. Und dann werden wir wahrscheinlich das hier belagern. Ist die Frage natürlich, wie lange das dauern würde. Das hier Ding braucht 8 Monate. Ich weiß nicht, wie lange wir die Söldner noch haben. Deswegen werden wir direkt versuchen, darüber zu gehen. Falls wir die überhaupt noch haben, aber ich glaube schon. Müsste noch. Ja, genau, die sind noch da. Okay. Gucken wir mal, dass wir die Schlacht hier schlagen. Dann versuchen wir, das hier zu besetzen. Leider konnten wir die Gräfin nicht gefangen nehmen. Wir kriegen aktuell auch häufiger mal negative Trades in unseren Provinzen. Was daran liegt, dass wir eben verschuldet sind. Auch wenn wir die Schulden so langsam ein bisschen abbezahlen. Allein dadurch, dass wir hier jetzt erobert hatten, haben wir ein bisschen an Dukaten gewinnen können. Okay, das haben wir auch gewonnen. Sehr schön, wir haben hier jemanden festgenommen. Und wir schicken unsere Truppen jetzt nochmal hier rüber und werden das belagern. In der Hoffnung, dass es dann ausreicht. 82% ist eine gute Zahl, aber wir brauchen halt 100, damit wir das auch bekommen. Ja, er wird, ach, das steht hier sogar. Das ist sehr gut. Da steht es nämlich auch. Wird unser Vasall und wird dann Graf von Bouillon. Okay. Sehr gut. Das ist natürlich eine gute Sache. Habe ich auch nicht gewusst, dass man das nachschauen kann. Dass dann dabei steht, dass er unser Vasall wird. Es darf natürlich jetzt nur nicht passieren, dass die hier das schneller entlagern, also beziehungsweise wieder befreien. Das ist natürlich der Fall. Das heißt, wir werden hier nochmal kämpfen gehen. Die Söldner sind in 5 Monaten nicht mehr da. Das heißt, bis dahin sollten wir das auf jeden Fall schaffen. Das heißt, diese Schlacht jetzt ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass wir die erstmal gewinnen. Und dann gehen wir wieder dahin. Wir gehen auch nochmal 100 drauf. Wir kämpfen hier sogar noch einmal. Okay, wir haben hier wieder Diplomatie. Wir haben wieder jemanden gefangen genommen und wir können Frieden schließen. Das ist sehr, sehr wichtig. Das werden wir direkt machen. Forderungen erzwingen. Damit hat sie eine ihrer Titel verloren. Und unser guter Freund ist jetzt Vasall von uns und ist Graf von Bouillon. Das heißt, wir haben jetzt einen zum ersten Mal einen größeren Vasallen als nur Bürgermeister oder Bürgermeisterin. Was doch ganz schön ist. Jetzt muss er... Hat er jetzt seine Tochter wieder da? Ja, sie ist wieder da. Das heißt, wir können hier tatsächlich eine Heirat arrangieren. Und das werden wir machen mit unserem Enkel. Oder, nee, hier mit... Genau, dann haben wir auch ein Bündnis. Genau, mit Isaac. Da werden wir kein Druckmittel einsetzen. Dafür braucht es das auch nicht. Sehr schön, wunderbar. Sehr schön. Das hat funktioniert. Also der Plan hat auf jeden Fall schon mal funktioniert. Aktuell ist er natürlich noch nicht wirklich stark. Aber ich denke, er wird ein bisschen Zeit brauchen, aber danach wird er relativ stärker sein. Hat auch hier ein Bündnis mit jemand anderem. Was aber erstmal egal ist. Ich sehe gerade, er ist ja auch ein mächtiger Vasall. Er wäre guter Verwalter oder Diplomat. Ja, Ratskanzler ist aber unsere Freundin und die werden wir jetzt nicht absetzen. Und unser Sohn auch nicht. Das heißt, wir müssen
da ein bisschen warten. Ansonsten ist er nicht so gut. Ja. Okay. Aber Lebensvorzug brauchen wir ja auch nochmal. Wir machen mal das hier. Gehen da ein bisschen da durch. Ich denke, das machen wir auf jeden Fall noch fertig. Wir werden erstmal alle Einheiten hier wieder auflösen. Dann machen wir auch hier ein bisschen mehr Lust, was das angeht. Und wir könnten die Bande mit Graf Siegbert ändern, weil wir ja dann... weil wir da ja die, ein Druckmittel haben. Das heißt, wir könnten mehr Aufgebot fordern oder irgendwie sowas. Beziehungsweise, nee, das ist gar nicht möglich. Oder hier irgendwelche Sachen, aber ich glaube, das tun wir jetzt erstmal nicht. Aber schön, dass das geklappt hat. Ich glaube, rein theoretisch könnten wir, nee, könnten wir nicht, weil wir einen Waffenstillstand haben und weil wir Schulden haben. Aber ansonsten wäre es, glaube ich, theoretisch möglich, tatsächlich hier jetzt diese dazu zu zwingen, unsere Vasallen zu werden. Ob das jetzt sinnvoll wäre, ist jetzt eine andere Sache. Aber ich denke, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Unsere Ratsspitzelin ist gestorben. Die gute Binhilde. Das heißt, da müssen wir jemand Neues hinstellen. Sie hat einige Kinder gehabt, beziehungsweise bekommen. Und sind auch sehr mit uns verbunden. Dadurch, dass wir da ebenfalls einige Personen... ja, eingeheiratet haben lassen. Jetzt ist die Frage, wen wir da als Ratsspitzel hinstellen. Wir könnten unsere Tochter dahin bringen, die hat 12, was das angeht. Aber ich würde, wir könnten auch ihn hier, den Bürgermeister, ist auch ein mächtiger Vasall. Den ich aber jetzt nicht so wichtig finde. Wie gut ist sie denn da drin? Die ist gar nicht gut, okay. Ja. Es geht halt um die Frage, ob wir vielleicht unseren Sohn dahin machen. Dann nehmen wir die 7 hier in Kauf. Damit er dann Verwalter wird mit 15. Ich denke, das ist in Ordnung. Das heißt, das müssen wir, glaube ich, mit Rechtsklick machen. Jetzt ist nur die Frage, wie kriegen wir das gewechselt? Wir gehen mal hier nach den Wert. Hier Magnus, genau, neu zuweisen. Das heißt, er ist jetzt unser Ratsspitzel, auch wenn er nicht so gut ist, aber dem können wir vertrauen. Und hier unser guter Freund und Graf, der wird jetzt hier der neue Ratsverwalter. Ich denke, das ist in Ordnung. Das ist zwar nicht optimal gelöst, aber besser, als wenn wir jetzt hier unsere Freundin rauswerfen. Ich denke, das ist in diesem Punkt auf jeden Fall die richtige Sache. Wir könnten die Kultur fördern. Also wir könnten versuchen, hier schwäbische Kultur zu etablieren, was ebenfalls nicht so verkehrt wäre. Wie lange würde das dauern? 4 Jahre. Wir warten mal damit. Prinzipiell wäre ich nicht dagegen, aber ich finde es ein bisschen komisch, wenn das so weit weg ist. Wie sind denn hier die Kulturen verteilt? Ja, fränkisch. Also wenn es nebendran wäre sofort, dann würde ich sagen, okay, das ist gar kein Problem. Aber weil es jetzt hier so ein bisschen distanziert ist, finde ich das ein bisschen schwierig. Da sollten wir erstmal ein bisschen Zeit so dazwischen lassen. Es gibt mal wieder hier eine Fraktion gegen uns, Bauernpöbel. Da sollten wir mal reinschauen. Was wollen die denn? Ah, die wollen weniger Gemeindekontrolle, okay. Ja, da müssen wir warten, bis das Ding quasi... ja, bis sie sich erheben. Aber was haben wir denn hier? Ein junger Vermittler. Heute herrschte Unruhe zwischen den Kindern. Magnus wollte vor den anderen eine Predigt halten und wurde Ziel einer kleinen Rangelei. Penina ging dazwischen und konnte den Streit beenden, bevor jemand verletzt wurde. Ja, wir haben 3 Möglichkeiten. Ich denke, hier ist das auf jeden Fall die richtige Sache. Es ist unglaublich wichtig, angesichts von Druck die Ruhe zu bewahren. Hat das ja gut gemacht. Wir sind ja selber Diplomat. Von daher ist das auf jeden Fall eine Sache, die wir gutheißen. Wo unser Rat... Ah ja, okay, das kennen wir ja schon, dass der Nikolaus pervers ist. Aber ja. Wir haben ja hier mehrere Kriegsmöglichkeiten. Wir könnten... Wartet mal.
Ah, hier oben, die sind auch hier so unabhängig. Sind natürlich noch schwächer. Also es gibt eine Möglichkeit, dass wir tatsächlich versuchen, auch hier Krieg zu führen, gegen diese kleineren Grafschaften oder hier, damit wir erstens unser Reich so ein bisschen stärken können gegen äußere Gefahren, und gleichzeitig unsere Möglichkeiten, was die Verbreitung unserer Dynastie angeht, auch ein bisschen ausweiten. Das wäre eine Möglichkeit. Es ist halt eben die Frage, wie, ob er das noch quasi so anstreben wird. Naja. Plackerei und harte Arbeit. Mein Sohn Isaac ist schon sehr lange begeistert von einem der Hausritter. Nachdem er ihn endlich persönlich kennenlernen durfte, wiederholt er die Worte des Ritters gebetsmühlenartig. Arbeitet hart, dann könnt ihr alles meistern. Wir haben drei Möglichkeiten in der Tat. Durch harte Arbeit wird er seine Ziele erreichen. Er darf nie vergessen, welche Rolle andere dabei spielen. Das ist ja wahre Größe. Man muss den Dingen Zeit geben, Isaac oder Isaac, je nachdem. Ich denke, das ist in Ordnung, ja, da wird er fleißig. Wir sind ja auch ein fleißiger Mensch, auch wenn wir arrogant sind und das nicht als Eigenschaft haben, aber wir sehen uns wahrscheinlich als sehr fleißig an. Oh, wir sollten mal nachschauen. Wir haben, glaube ich, noch Leute hier gefangen. Vielleicht sind da ja fähige Leute dabei. Wir gucken mal durch. Die sind jetzt schon ein bisschen länger da. Wir haben hier Rorgon. Er ist einbeinig. Wäre ein fähiger Ränkeschmied. Ist die Frage. Er ist erst 23. Denke, wir könnten ihn rekrutieren und die Bekehrung verlangen. Dann wäre das, glaube ich, in Ordnung. Dann hätten wir noch jemanden an unserem Hof. Ich denke, das ist in Ordnung. Dann haben wir hier Jacques. Er ist relativ gut gebildet. Ist ein religiöser Eiferer. Ist die Frage, ob er denn sich bekehren lassen würde. Nee, würde er nicht. Okay, klar. Ja, rekrutieren, bekehren, das funktioniert nicht. Ja, für ihn haben wir eigentlich keine Verwendung. Und Lösegeld. Ist schon hart, wenn da steht, unwichtiger Höfling, wollen sie auch nicht. Man könnte ihn hinrichten, aber das ist die Frage, warum sollten wir das tun? Ah, dann bleibt er noch ein bisschen. Dann bleibt er noch ein bisschen. Und dann haben wir noch Onfroy oder Onfro de Sicilia. Nee, doch, de Cilicia. Cilicia, Entschuldigung. Ebenfalls ein sehr starker Ränkeschmied. Er ist der einzige aus seiner Dynastie, das heißt, es ist eine relativ junge Dynastie. Er ist eigenwillig, gefühllos und lüstern. Könnte man auch hier für unsere Zwecke nutzen. Ich denke, das wäre ebenfalls möglich. Sehe ich jetzt keine Sache, wo das irgendwie dagegen spricht. Was wir mit ihm machen, keine Ahnung. Werden wir mal noch schauen. Aber aktuell sehe ich da eher weniger die Möglichkeit, dass wir ihn dann gut nutzen können. So, er ist jetzt an unserem Hof. Er hat keine gute Meinung von uns, was erstmal in Ordnung ist. Wir könnten aber für ihn einen Ehepartner finden, hier von unserem Hof. Ja, keine von unserer Familie jetzt. Wer ist das hier? Ist die an unserem Hof? Ah, nee, von Siegebert. Ah, okay. Da muss er auch noch konvertieren. Ja, Nehmen wir mal hier Isabelle. Ja, ist ja egal, die brauchen kein Haus. Ich denke, das ist in Ordnung. Und auch für ihn hier. Ja, er hat ja eine eigene Dynastie quasi. Dann nehmen wir hier die Wilhelmina. Genau. Okay. Genau, die haben das jetzt gemacht. Das ist dann fein. Der Trost eines Freundes. Es gibt kaum etwas, was ich mehr schätze als die Gesellschaft von Graf Siegebert. Er hört sich in aller Ruhe meine Sorgen an und half mir, sie in Relation zu setzen. Nach einer Weile wurde mir klar, dass das alles schon nicht so schlimm ist, wie ich es mir vorgestellt hatte. Nach dieser kurzen Pause war ich erneut bereit, mich meinen Pflichten zu stellen. Wie wertvoll sind doch Freunde wie Graf Siegebert. Aber schaut mal an, wir haben uns jetzt hier wirklich mit ihm ganz gut gestellt. War also auf jeden Fall die richtige Entscheidung da, für ihn den Grafentitel dazu holen. Recht zufrieden. Penina möchte seit langem nur noch eines, ein Champion aus Holz.
Ich habe ihr gesagt, dass ich ihm, also ihr, ihren, dass ich ihm ihren Wunsch in 3 Monaten erfüllen werde, wenn sie sich mehr auf ihre Studien konzentriert. Sie antwortet, dass sie mit seiner, dass sie mit ihrer derzeitigen Hingabe an ihre Studien zufrieden sei, Belohnung hin oder her. Ja, okay. Ja, unsere Tochter. Ja, wir haben 3 Möglichkeiten. Ja, sie muss lernen, dass man mir vertrauen kann. Oh, unser Freund ist verstorben. Der gute Jarl. Sehr, sehr schade. Aber hatte jetzt keine größeren Nachteile. Und wir haben eine neue Vasallin. Und zwar die Bürgermeisterin Christine, denn der frühere Bürgermeister ist verstorben. Aber wir haben hier was Wichtigeres. Der Fluch endet. Die Launen und Wendungen des Schicksals sind nicht immer zu meinen Gunsten. Der Herr weiß, dass ein Fluch auf mir lastete, seit ich Herzog Adalhard kennenlernte. Heute endet dieser Fluch jedoch. Das Schicksal war mir hold und hat dieses widerwärtige Monstrum ins Grab geschickt. Und keinen Tag zu früh. Ja, da verlieren wir ordentlich an Anspannung. Und unser Freund ist hier festgenommen worden. Das heißt, jetzt haben wir hier wen? Den guten Herzog Adalhard als Herzog, also seinen Sohn. Der ist verheiratet mit der Prinzessin Inga von Bayern, okay. Im Übrigen sind auch hier unseren beiden, also unser Sohn und unser Enkel in der Nachfolgelinie. Das heißt, tatsächlich haben wir da ebenfalls gute Chancen, dass wir früher oder später diesen Titel übernehmen werden. Ich denke, oh, das ist ein religiöser Eiferer, das wird schwer. Aber ich denke, wir werden auch hier versuchen, vielleicht hier eine Freundschaft oder ähnliches zu bekommen, um quasi trotz der Problematik mit ihr, mit seinem Vater, dass wir dann was Gutes aufbauen. Immerhin ist er der Neffe unserer ja, verstorbenen Frau. Und deswegen ist das, denke ich, schon eine Sache, die man machen kann. Ich denke, dass wir jetzt erstmal noch mal ein bisschen Geld zusammenbringen werden. Und dann werden wir wahrscheinlich noch mal eine Pilgerreise machen. Mittlerweile sind wir nämlich auch schon relativ alt. Ich denke, das ist eine Sache, die wir machen könnten. Und ansonsten werden wir dann nochmal schauen wegen den ganzen Ehen. Denn bei unseren Enkeln und Enkelinnen müssen wir auch noch nachschauen, dass wir da Leute finden. Beispielsweise bei ihr haben wir nur den guten Magnus, unseren Enkel, als potenzielle Möglichkeit. Das heißt, die beiden sind Cousins, was zu Inzucht führen würde. Was natürlich gewisse Problematiken mit sich führt. Bleibt uns aber hier nichts anderes übrig. Und das war damals tatsächlich gang und gäbe. Gut. Bevor wir weitermachen werden, bedanke ich mich dafür, dass ihr zugeschaut habt. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Ich wünsche euch ansonsten noch einen schönen Tag. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Das war's von eurem Krumpas, der Kartoffelritter.